Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video von dieser herrlichen Anlage hier. Ja, ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass ich jetzt lange Zeit nichts hochgeladen habe. Das liegt einfach daran, ich habe gerade auf der Arbeit viel zu tun und bin auch dementsprechend nicht in der Lage, dementsprechend die Anlagen zu verfilmen. Aber ich versuche es weiterhin für euch, Anlagen zu filmen. Und heute befinden wir uns in Borken in Westfalen. Da ist auch wiederum etwas Besonderes, weil der ganze Haltepunkt von Borken in Westfalen ist noch nicht umgebaut, wird aber der Fall sein, leider Gottes. Und ja, da ist noch alles mechanisch. Fahrdienstleiter ist mechanisch da, der hat zwei Weichen pro Seite, einmal in Richtung Selm und Enschede und dann einmal auch in Richtung Dortmund. Wir befinden uns, wie schon gerade eben gesagt, auf der Strecke Dortmund-Enschede. Wird auch zweimal eine Stunde von der DB befahren. Von der Westmünsterlandbahn, um es ganz genau zu sagen. Die startet in Dortmund, fährt über Dortmund-Kirchderne, Selm, hier Borg, Lüdinghausen, weiter über Gronau nach Enschede. In Gronau hat man halt noch den Anschluss nach Münster und auch mit dem Bus noch den Anschluss, Tatsache, nach Bad Bentheim. Das ist auch ganz cool. Ansonsten werde ich euch jetzt ein paar Infos über diese Anlage sagen. Es ist eine Fernschranke und was eine Fernschranke bedeutet, sage ich auch euch jetzt eben. Es ist halt eine fernbediente Schranke, die nicht direkt am Häuschen steht. Und die ist auch gut maximal 1 Kilometer, maximal 1,5 Kilometer so vom Häuschen entfernt. An dem Häuschen, wo die Schranke gekurbelt wird, ist aber auch noch eine weitere mechanische Anlage. Und ja, also das in dem Häuschen ist halt die ganze Technik für zwei Signale. Der muss nämlich nochmal ja, drei Signale, ja, vier Signale meine ich, steuern. Und zwei Schrankenposten. Also da ist es richtig idyllisch. Alle 2 Stunden, nee, nicht alle 2 Stunden, auch am Wochenende zweimal in der Stunde. Von der DB halt mit Tandem 1, manchmal Doppeltaktion, manchmal auch einzeln. Und ja, jetzt wünsche ich euch hier viel Spaß mit dem Video. Euer BÜ-Fan EMST. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Für Fragen über diese Anlage könnt ihr mich auch gerne nochmal in den Kommentaren darauf fragen. Ich bin sehr, sehr gerne dabei zu antworten.